Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute stellen wir nach mehrjährigen und ich will auch sagen langwierigen Verhandlungen die Filmförderung endlich weiterhin auf eine solide Basis, die sie braucht, und richten sie auch ein ganzes Stück gerechter aus, entgegen dem, was die Opposition hier verkündet hat. Mit dem neuen Filmförderungsgesetz machen wir deutlich, welche große Bedeutung die Filmschaffenden und mit ihnen der komplette Sektor der Kunst- und Kreativwirtschaft in unserem Lande haben. Wie die Kollegen bereits deutlich skizziert haben, die Finanzierung der Filmförderungsanstalt als solcher ist gesichert. Die Effektivität der Förderung wird zielgenauer und verbessert und die Gleichstellung in den Gremien gewährleistet. Und, meine Damen und Herren der Opposition, ich finde, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und den sollten Sie auch mal anerkennen. Aber, meine Damen und Herren, Film ist nicht nur ein bedeutendes Kulturgut, sondern auch ein nicht zu unterschätzendes Wirtschaftsgut in Deutschland. Die Kinos hatten im letzten Jahr mit gut 139 Millionen Besuchern so viele Gäste wie seit 6 Jahren nicht. Entsprechend zufrieden waren auch die Betreiber mit den Umsätzen. 1,17 Milliarden Euro nahmen sie ein Plus von mehr als 19% im Vergleich zum Vorjahr. Ein deutscher Titel war auch der Publikumsrenner. Teil 2 der Komödie Fuck You Goethe sahen fast 7,7 Millionen Zuschauer. So muss es weitergehen mit der deutschen Filmwirtschaft. Aber wir müssen auch mit der Zeit gehen und andere Formate fördern, beispielsweise Video-on-Demand-Formate. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass das Wirtschaftsministerium vor 11 Monaten den German Motion Picture Fund ins Leben gerufen hat. Er fördert technisch anspruchsvolle und teure Produktionen und soll dafür sorgen, dass deutsche Filmproduktionen mit US-Erfolgsschlagern wie Homeland zum Beispiel wettbewerbsfähig werden. Ihm verdanken wir auch die Serie You Are Wanted, die Anfang 2017 in 6 Episoden bei Amazon Prime ausgestrahlt werden wird. Das Serienprojekt, an dem Matthias Schweighöfer als Regisseur und Hauptdarsteller mitwirkt, hat in diesem Jahr eine Förderungsbewilligung durch diesen Fonds erhalten. Das Bundeswirtschaftsministerium will durch dieses innovative Förderinstrument einen Beitrag für einen weiteren Entwicklungsschub für das digitale Filmschaffen in Deutschland leisten. Und das unterstützen wir. Nach den Serien Babylon Berlin und Berlin Station ist es das dritte vom Bundeswirtschaftsministerium in dieser Form geförderte Serienprojekt, das auch hier in Berlin und Umgebung produziert wird. Abschließend möchte ich feststellen, es freut mich, dass die Filmschaffenden in Deutschland auch in Zukunft künstlerisches und wirtschaftliches Wagnis gemeinsam eingehen können. Denn diese beiden Seiten einer Medaille, Kunst, Kreativität und auf der anderen Seite wirtschaftlicher Erfolg, gehören für uns Sozialdemokraten immer zusammen. Deswegen danke ich auch dem Koalitionspartner, dass wir diesen Schritt in die richtige Richtung gemeinsam miteinander machen können heute. Zum Schluss dieser Debatte hält der Kollege Johannes Selle für die CDU-CSU-Fraktion.